Hallo und herzlich willkommen hier zu Super Smash Brothers. Jawohl, den allerersten Teil aus dem Jahre 1999. Ja, auf dem N64. Ich zock auch selbst auf dem N64. Und wir fangen mal an mit dem jugendalten Captain Falcon. Very easy ist vielleicht ein bisschen very easy. Aber mal easy. Kriegen wir klein. Ich muss mal gucken, ob ich es noch kann. Ich habe es echt schon irgendwie nicht mehr gezockt. Ich habe es gerade aber ganz kurz ausprobiert, um mal zu gucken, wie man so grob hier ein bisschen rumspringt. Luke und seine Bomben, ne? Ich glaube mit dem Blocken, mit der Blocktaste. Ja, Captain Falcon ist mit seinem Falcon Punch schon extremst stark. Yay! 18 Yoshis wegkloppen. Das macht mir irgendwie ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber gut. Haben sie anders gewollt. Da helfen euch eure dicken Nasen und die süße Musik auch nicht weiter. Ja, also Captain Falcon ist schon ein herbe, krasser Charakter hier. Wenn nicht sogar der stärkste Charakter. Pokéball. Ah, wie kann ich den denn aufheben nochmal? Ah. Ja, das Springen. Ich will ihn aufheben, die Kopflug. Nice, hat ihn sich der Yoshi geschnappt. Manch ein Ära. Schmeißt mit Eiern um sich. Aus denen tolle Sachen kommen. Wie zum Beispiel noch mehr Pokébälle. Ah, okay. Ducken. Ah. Was krieg ich da? Oh, ich glaube, es ist ein Mauzi. Tja, Yoshi. Was? Oh. So. Am Ende. Am Ende. Am Ende sind die Yoshis. McCloud. Bitteschön. Wenn schon, dann ganz. 3, 2, 1, los! Boah, guck mal, ey, wie locker flockig, easy cool. Hallo? Jetzt hat er mich erwischt. Wow! Wow! Nein! Was? Das gibt's doch nicht. Stage clear? Ach, ist er zuerst rausgeflogen? Ja, nice. Ein A-Wing-Sieg. Gibt sogar nochmal 4000 Punkte oben drauf. Ah, jo, Minispiele gab's auch noch. Ja, versuchen wir es. Gescheitert. Es war ja damals schon irgendwie echt cool, ne? Also tatsächlich ein Nintendo 64-Spiel mit deutscher Sprachausgabe. Oh, Alter. Luigi hat's hier mal einen durchgezogen, so wie der guckt. Ja,
Aber die sind zu klein. Fake Luigi, ich hatte glaube ich Luigi, ne? Der ist leider schon weg. Haha. Der andere Luigi aber auch. Oh. Nein! Das ist so ein Ding zum Prozente runterdrücken, ne? Nein! Jetzt habe ich ihm das auch noch. Nein! Nein! Meine Güte. Super Mario, der Blockerkönig. Oh, Gott sei Dank, ey. Wow! Nein, das war ich, glaube ich, diesmal, oder? Okay, dann war ich vielleicht einen kleinen Tacken langsamer. Oder aber, es ist egal. Wenn wir beide rausfliegen, ist auch okay. Hauptsache, ja, also ich habe glaube ich die Gesamtzahl an Leben, der Gegner hat nur eins. So. Ich muss mit dem Leben klarkommen, also sollte ich besser aufpassen. Oh, eine mega coole Stage. Ach, guck mal hier. Oh. Ah. Ja! So bleibt man, ja, lange fit. Einzelschlag-Bonus, 8000 Punkte. Smash-Los-Bonus, 5000 Punkte. Mit Link und Fox McCloud. Ich glaube, damit können wir was reißen. 3, 2, 1, los! Oh, ich liebe die Musik, ne? Nein, Link schon weg. Boah. Ah ja, noch Glück gehabt, dass ich den noch erwischt habe. Okay. Schauen wir mal, ob wir da ein bisschen mehr reißen können. Das erste Minispiel war ja jetzt nicht so, sagen wir mal, von Erfolg gekrönt. Nein, nicht springen. Warum springst du denn? Ah. Bin ich wohl falsch gelaufen. Oh, ich kann einfach durchspringen. Okay. Dann sieht das ganz anders aus. Tja, da muss man, glaube ich, ein bisschen flinker sein als ich. Kirby-Team, ja, die kriegen jetzt da erstmal einen ordentlichen Falcon Punch ab, würde ich sagen. 3, 2, 1, los! Meine Güte, die haben es aber frostig hinter den Ohren hier. Yeah.
Meine Güte. Pikachu. Na komm doch. Jonglieren wir uns schön hoch. Irgendwann. Na, da war er. Am Ende. Ach, stimmt. Am Ende, sagte ich gerade. Ne? Ich glaube, ich habe früher immer gar am Ende verstanden. Ja, Samus ist natürlich nochmal, Samus Aran ist nochmal ein Hausnummer. Ich glaube, damals einer meiner Lieblingscharaktere, neben Captain Falcon und Pikachu. Schön mal ein paar Leben safen hier. Ich brauche auf jeden Fall noch. Metal Mario! Metal Mario! Nicht Metall, nein, Metal! Schauen wir noch mal, was der alte Bub so drauf hat hier. 3, 2, 1, los! Ah ja, ja. Die Musik sagt schon aus, das wird kein Zuckerschrecken. Ja, Sigi! Macht da einen auf cool, watschelt da rum und dann mit einem Schlag schön runtergeballert. Erreiche das Ziel. Okay, das klingt schon fast machbarer, aber ich weiß nicht, was da so alles auf mich erwartet. Da kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Sonderwetter. Ich hab's tatsächlich geschafft. Kämpfendes Polygon-Team! Kämpfendes Polygon-Team, natürlich! 3, 2, 1, los! Nein, tu's nicht. Nein, warum holt er sich weg? Kommt her, kommt her, kommt doch, kommt doch, kommt doch, kommt doch, kommt doch, kommt doch.
Nein! Ich habe mein Leben verloren. Auf den letzten Metern. Nein, das ist doch nicht wahr. Oh, nein. Ja, dann schauen wir mal, ob ich mit dem einen Leben noch gegen den Endboss komme, auskomme. Die Meisterhand. Nein, 5 HP noch. Weiter. Oh, ich glaub's ja nicht. 5 HP hat diese scheiß Hand noch gehabt. 5 HP. Das wäre ein vernünftiger Schlag gewesen und dann... Nein. Nein. Okay, ich muss echt wieder reinkommen in das Spiel, aber es wird langsam. Die Steuerung ist halt... Krasser drauf. Oh mein Gott, was war das? Welcome!
Nein! Nein, nein! Ich glaube, ich hätte, bevor ich hier spiele, erstmal wieder anfangen sollen zu trainieren, vernünftig. Wäre die Blamage wahrscheinlich deutlich kleiner. Ein schöner Kampf. Ja, einfach gibt immerhin 140.000 Punkte. Tür zu, Captain Falcon tot. So, fertig gespielt. Das finde ich hier mega geil. Man kann sich hier die Leute anklicken und er fährt dann oben rechts, ja, wo die herkommen, was die so gemacht haben im Spiel. Ja, Motion Capture Actor. Ja, für Donkey Kong, Samus Aran, Pikachu Motion, Samus Fox Damage Motion, Hummeluff Motion, Pikachu Map Design. Total cool. Das hat was. Fox Voice, Pikachu Voice, Ikur Otani. Jetzt wissen wir es. Ikur Otani. So heißt der Sprecher oder die Sprecherin. Ikur sagt mir jetzt nichts der Name. Kann ich nicht so richtig zuordnen. Auf jeden Fall von Pikachu. Bill Trine, Trinen, Trinen, Greg Richardson, Cloud M. Ronnies. German Localization. Echt? Wow. Okay. Guck mal, wenn man hier sogar noch mit dem Fahnenkreuz rumzoomt, der herumfliegt. Dann wird einem ein bisschen schlecht. Super Mario Club, natürlich. Guck mal, die haben wir gedebuggt. Wie cool ist das denn? Genji Miki. Company President of Nintendo Japan. Wow. Thank you for playing. Yes, I am number one, Falcon Punch. Oder so, würde er sagen. So, das war's. Wunderbar. Richtig schön. Komm, zum Schluss gibt's hier nochmal das Intro. Ach, guck mal hier da, der Kirby. Eigentlich auch verkehrt rum, ne? Zum Schluss gibt's das Intro. Naja, egal. Bam, 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 bum. Ich hab's gefeiert. Es hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Weitere Smash Brothers Videos werden auf jeden Fall folgen. Und ja, also ich werde wahrscheinlich mal ein paar verrückte Sachen ausprobieren und natürlich auch all die ganzen anderen Stories spielen. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns bald wieder. Und ja, ich freue mich. Bis dahin, ist das Intro zum Schluss. Und ciao.